In Florenz müsst ihr eure Zeit managen und Gebiete kontrollieren. Ihr befindet euch in der Blütezeit der Renaissance und schlüpft in die Rolle einflussreicher Adliger, die versuchen, Beziehungen zu drei wichtigen Mitgliedern der Medici-Familie zu knüpfen. Cosimo de' Medici, Contessina de' Bardi und deren Sohn Giovanni de' Medici. Während des Spiels verbringt ihr eure begrenzte Zeit damit, Familienmitglieder auf die stattfindenden Partys zu entsenden, wo sie Geschenke verteilen, mit ihren Erfolgen prahlen und versuchen, ganz vorne in der Schlange zu stehen, wenn die Medici eintreffen. Am Ende jeder Runde setzt sich eine der drei Medici-Kutschen in Bewegung und vergibt Punkte an den Spieler an der Spitze jedes Ortes, den die Kutsche besucht, und Skandalkarten an den Spieler, der an jedem dieser Orte die dreisteste Prahlerei vollführt hat. Am Zielort angekommen, erhalten alle Spieler Punkte entsprechend ihrer Position in der Warteschlange. Cosimo wird jedem Punkte geben, aber Contessina und Giovanni sind anspruchsvoller. Erstere wird nur mit den etablierteren Mitgliedern eines Haushalts sprechen, während ihr bei Giovanni noch mehr Zeit aufwenden müsst, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erlangen. Durch das Verteilen von Geschenken und das Erhalten von Skandalkarten werden spezielle Aktionen ermöglicht, damit die Familie schneller vorankommt. Am Ende von 9 Runden gewinnt, wer die meisten Punkte durch das Umwerben der Medici gesammelt hat. Durch die meisten Geschenke, die besten Angebereien und die Erfüllung eurer Plankarten. Florenz ist ein opulentes Finale einer Trilogie herausfordernder mediterraner Eurospiele, das einfache Mechanismen zu einem rasanten, thematisch tiefgreifenden und höchst interaktiven Erlebnis kombiniert.